Diese junge Dame wird uns in dieser Reihe beschäftigen. Von Anfang an die Spielweise und Skillung eines Jägers. Und meine Lieben, da sind wir schon wieder. Das ging jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Wir sind hier zum Lernen für Level 42. Lokta! So, zwei Sachen können wir. Mehrfachschuss Rang 3 und Schlangenbiss Rang 6. Kraft! Ja, Kraft. So. Nachher Level 44 wird wieder sehr interessant, weil ihr habt die Sprengfalle ja hoffentlich vorhin schon in Aktion gesehen bei den Taktikbeispielen. Und dann kriegt die noch mehr. Kriegt die noch einen drauf. Erstmal schon. Gezielter Schuss wird noch mal besser. Der Arkane-Schuss. Und Tierheil, das ist schön, das da freue ich mich. Mungobis, also wirklich alles richtig schöne. Normalerweise sind ja alles richtig schöne Sachen, aber es gibt ja eher von einige Sachen nehme ich gar nicht. Hier, Aspekt des Affen habe ich noch nie genommen. Oder Augen des Wildtiers, auch nicht. Hier, den hier, Adlerauge, ja, den ja. Ne? So, okay, dann was haben wir denn jetzt hier? Mehrfachschuss. Mehrfachschuss Rang 3. 41 Schaden vorher. Was? So, jetzt 41 Schaden vorher und jetzt 83, also etwas mehr als das Doppelte. Wahnsinn, oder? So, Schlangenbiss Rang 6. 463 Naturschaden. Und vorher 359. So. Immer schön mitnehmen. Okay, dann kommen wir auch gleich zur Punktverteilung. Diesmal ist es einfach. Denn es ist einfach, weil ich unsere beiden verfügbaren Punkte hier in das Sperrfeuer reinnehme. Wegen der Salve. Ja, guck, 12% mehr Schaden die Salve. Die habt ihr auch eben schon in Aktion gesehen. Ist meiner Meinung nach das Sinnvollste im Moment erstmal. Weil wir müssen sehen, wie wir so schnell wie möglich stark werden. Um es einfacher zu haben. Ganz einfach. Ne? So. Wie gehabt, die Herrschaft bei ihrer Belastbarkeitsausbildung bis jetzt. Bis jetzt sage ich mal, weil da möchte ich noch was einmachen. 5 Punkte in den tödlichen Schüssen. 3 Punkte sorgfältiges Zielen. 3 Punkte verbessertes Mal des Jägers und 5 Punkte todbringende Schüsse. 5 Punkte. So, 3 Punkte beim verbesserten Arkanenschuss. Einen gezielten Schuss, damit wir den ein Punkt beim gezielten Schuss, damit wir diesen Schuss überhaupt nutzen können. 2 Punkte beim schnellen Tod, weil der uns den gezielten Schuss verstärkt und na. Och. Und der Arkane Schuss auch 20% mehr Schaden jetzt, also sorry, Entschuldigung. Verbesserte Stiche und Bisse. Haben wir 3 Punkte drin. In der Effizienz haben wir im Moment auch noch 3 Punkte. Da müssen auch noch 2 rein. Alleine schon, weil es uns ja Mana spart. So, und hier habe ich jetzt das Sperrfeuer voll gemacht. Mit insgesamt 3 Punkten. Damit die Salve oder der Mehrfachschuss dieser profitiert ja auch davon, damit die noch effektiver werden. Das, was ich eben gesagt habe, alles. Ja, okay, das war's dann erstmal schon. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Bleibt schön gesund. Tschüss, sagt euch der alte Sack. Ciao.